geht, wie läuft's? Alles tight. Ich muss zum Casting von Miami Vice. Hallo liebe Leute, herzlich willkommen zu Crystal Meth. Neben mir sitzt die wundervolle Rose May. Wie geht's dir, Hani? Gut, danke gut. Dir. Ich freue mich, dass wir uns zusammengesetzt haben und uns gefunden haben und jetzt ein bisschen tratschen. Fangen wir gleich an? Ja, fangen wir gleich an. Welche Frage nervt dich so richtig? Dass ich genauso wie mein Bruder ausschaue, nur mit langen Haaren. Wer sagt sowas zu dir? Alle sagen, dass David Alaba mit langen Haaren. Alter. Ja, voll, warum? Das ist überhaupt nicht nett, das will kein Mädchen hören. Wir schauen aus wie wir sind meistens hübscher als unsere Brüder. So ist es. Am 18. März kommt die neue Single raus, erzähl davon. Ah ja, ich bin schon urglücklich drüber, weil das ist eben so eine Single, an der ich schon ziemlich lang arbeite und auch an der Message. Da geht es einfach darum, sich selbst zu lieben, dass es okay ist, dass du so bist, wie du bist und dass du dich, weißt du, embracen sollst. Jetzt ist ein bisschen Zeit vergangen zwischen der ersten Single und der zweiten Single. Was ist da passiert in der Zwischenzeit? Also wir sind auf jeden Fall mainstreamiger geworden, also poppiger, sind jetzt nicht mehr so auf Underground unterwegs, sondern wir haben die Beats einfach moderner gemacht, 2016 auch angepasst. Und wenn du die Wahl hättest, mit irgendwem zusammenarbeiten zu können, wurscht mit wem, wer wär's denn? Schreiben würde ich voll gerne mit Seven I Do. Mhm. Na gut, aber das ist ja jetzt gar nicht so abwegig, der liegt ja sogar ist ja quasi in der Nachbarschaft, gell? Und hat auch Wiener Bezug. Ja, voll. Seine Frau ist eine Wienerin. Ja, ist das nicht. Also da wäre ich schon nervös, wenn ich neben ihm sitzen würde. Und Pharrell finde ich ziemlich gut. Also wenn er mal ein paar Tracks produzieren würde, das wäre natürlich mal ein Traum. Und wenn auch Justin Timberlake finde ich super. Ja, ich auch. Echt cool. Nicht nur wegen der Musik. Wie schaut es eigentlich bei euch? Wie stellt man sich einen ganz normalen Tag im Hause Alaba vor, wenn alle vier da sind und es ist halt jeder daheim? Also würde jetzt irgendwer so, also der nicht zur Familie gehört oder im Freundeskreis ist, zu uns dazustoßen, glaube ich, würden sie denken, die sind verrückt. Weil ich bin ziemlich laut, mein Bruder hat verrückte Seiten an sich, meine Mama ist sowieso, also ich glaube, von ihr habe ich die Verrücktheit und mein Vater ist immer nur so, ja, super. Er denkt sich, Alter. Ja, wir singen auch gerne gemeinsam. Alle vier? Yep. Ja. Das stelle ich mir sehr lustig. Der glaubt natürlich, der ist der Vollsänger. Und da steigert sich dann immer so extrem rein. Und manchmal ein paar Töne. Manchmal trifft er einen Ton, gell? Trifft er einen Ton, so zwischen den 16 anderen. Aber... Also du hättest ja, man könnte sagen, du hättest ja fast keine andere Wahl gehabt, als entweder Musikerin oder Sportlerin zu werden, ja? Weil der Papa ist Musiker und die Wurzel und wenn du jetzt gesagt hättest, okay, ich will aber weder Musik noch Sport machen, was wärst denn geworden? Schauspielerin. Ich ah ja. Ausbildung gemacht und ich habe auch irgendwie die Liebe zur Schauspielerei entdeckt und ich liebe es und ich will es auf jeden Fall nicht... was sie irgendwie wegwerfen und ich habe es noch immer im Hinterkopf. Jetzt habe ich natürlich einmal die Musik im Vordergrund, weil es auch einfach meine erste große Liebe war und ja, ich kann mir schon noch vorstellen, im Schauspielerbereich tätig zu werden. Du, wenn ich jetzt dein Handy in die Hand nehmen würde und reinschauen würde, was würde ich da für Musik drauf finden? Wir können es gerne mal schauen. Das ist ein neues Handy, ich habe noch nicht alles aktualisiert, ja, aber zum Beispiel Jojo. Ja, wie ist es? Ja, ja, ja. Die schaut immer noch aus wie vorher, nur mit mehr Make-up. Das ist ein Wahnsinn, ich liebe sie so sehr. Ihre Stimme ist ein Wahnsinn. Ich höre mir noch immer auch ihre alten Lieder noch an. Ich kann es gar nicht beschreiben, wie sehr ich sie liebe. Sie ist so cool. Okay, was noch? Lil Mix. Chris Brown, Eklar, Beyoncé, Eklar, Demi Lovato. Eine abschließende Frage, die ich den Künstlern gerne stelle, es ist ein bisschen unkonventionell. Wenn du vorm Himmelstor stehst und die Tür geht auf, wer auch immer dahinter steht, macht die Tür auf, was würdest du am allerliebsten hören? Warte, ich helfe dir. Ich würde am allerliebsten hören, hey Christiana, schön, dass du da bist, aber du bist zu früh. Du bist falsch, geh wieder.
Ja, also halt, wenn es mir jetzt passieren würde, ja, dann würde ich, glaube ich, genauso denken wie du. Also da wär, ich wäre dann noch nicht zu Ende hier unten. Ja? Nein, ich wäre noch nicht zu Ende. Gut, liebe Leute, das war's auch schon. Vielen Dank, dass ihr euch das angeschaut habt. Das ist Rose, ihre Hitsingle. Ach, warte mal. Sag doch selber, wann deine Hitsingle kommt und wie sie heißt. Meine Single heißt Love Me Right und sie erscheint am 18. März auf allen digitalen Downloadportalen. Danke, dass ihr da wart. Tschüss. Danke. Bruder, was geht? Wie läuft alles? Ich muss zum Casting von Miami Vice. Nice. Ich schreib ein Musical.